Kennt ihr eigentlich noch Lucky Blocks? Das sind Blöcke, die beim Abbauen eines von über 100 zufälligen Ereignissen triggern. Diese können sowohl gut sein und mir extremes OP-Equipment droppen, als auch das komplette Gegenteil und mich innerhalb von wenigen Sekunden töten. In der heutigen Challenge wurden alle Erze auf der Map durch genau diese Lucky Blocks ausgetauscht. Welche Dinge ich durch sie bekommen habe und wie dieser Lucky Block 2 Stunden Arbeit innerhalb von einer Sekunde komplett zerstört hat, seht ihr also heute in diesem Video. Viel Spaß! Und vergesst nicht jetzt schon mal, ein Like und ein Abo dazulassen, falls ihr das noch nicht getan habt. Und kommentiert auch gerne weitere Challenges, die ich mal ausprobieren soll. Also erstmal, falls ihr euch wundert, warum ich heute ausnahmsweise ohne Shader spiele. Das hat 2 ganz einfache Gründe. Erstmal ist irgendwie meine Grafikkarte kaputt und jeder Shader sieht extrem verbuggt aus. Und zweitens sind wir heute das erste Mal in einer Challenge in der 1.19 Version. Und da gibt es einfach noch kein Optifine und deswegen könnte ich mir sowieso keine Shader installieren. Ihr könnt aber trotzdem gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch das vielleicht sogar ohne Shader besser gefällt, weil ich glaube, für so Challenges sind ja Shader eigentlich eher ein Nachteil und vielleicht gefällt euch das so ja mehr als normalerweise, also lasst mich das gerne mal wissen. So, wir haben jetzt aber erstmal genug Stein gefarmt für alle unsere Tools, die wir uns craften wollen und dann können wir eigentlich auch gleich schon starten, Lucky Blocks abzubauen, weil ihr seht, für diese Challenge haben wir wirklich das perfekte Startbiom erwischt, weil hier bei diesen Steinlandschaften sind ja immer ziemlich viele Erze im Boden versteckt. Und ich würde sagen, wir starten rein und bauen direkt mal den ersten Lucky Block ab. Okay, Freunde, okay, also das sieht sehr, sehr gut aus. Und da bekommen wir direkt mal ein Heroes Bow. Der hat wirklich extrem starke Verzauberungen. Und ich würde sagen, den packe ich mir doch direkt mal ein. Also so kann man gerne reinstarten. Hoffentlich haben wir auch beim zweiten Erz genau... Nein, haben wir nicht. Bitte, 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 lass mich einen Block placen. Wir verbrennen. Wir verbrennen. Überlebe ich das? Oh, Wasser, 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 Wasser. Bitte, 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 bitte. Oh mein Gott, 1,5 Herzen, 1,5 Herzen. Bitte, bitte, bitte. Halbes Herz. Nein! Oh mein Gott, ich habe viel zu spät reagiert. Und ja, Freunde, das war der erste Versuch. Wir starten wirklich super gut in diese Challenge. Okay, Freunde, Versuch Nummer 2. Hoffentlich läuft das Ganze dieses Mal ein bisschen besser. Und wir sterben nicht wieder instant nach dem zweiten Lucky Block. Oh, und was sehe ich denn da unten? Da haben wir doch direkt die ersten Lucky Blocks und die werden doch sofort mal abgebaut. Okay, let's go. Bitte was Gutes. Wer ist er denn? Ein Villager. Okay, na gut. Also die Trades sind jetzt nicht so gut. Und dafür müssen wir natürlich erstmal an extrem viele Diamanten rankommen und die haben wir aktuell nicht. Nächster Lucky Block. Bitte was Gutes, okay. Also wir bekommen einfach extrem viele XP und sind damit jetzt schon auf Level 10. Also das ist doch ziemlich cool. Okay, also viele Blöcke, das ist auch gar nicht so schlecht. Also wenn das nächste Mal irgend so ein Lava-Ding kommt, haben wir wenigstens irgendwas, um das zuzubauen. Oh, und wenn man davon spricht, das kann wirklich kein Joke sein. Und ihr seht schon, dieses Mal war ich wirklich schnell genug. Also, ich glaub's wirklich nicht, dass ich das sage, aber ich lerne aus meinen Fehlern. Hallo, bitte gib mir irgendwas Gutes. Was ist hier passiert? Oh mein Gott! Einfach ein Diamantschwert mit extrem starken Verzauberungen. Also guckt euch das an. Smite 5, Fire Aspect und einfach Looting 3. Also das ist wirklich extrem stark. Damit bin ich zufrieden. Das ist bis jetzt das Beste, was wir bekommen haben. Aber im nächsten Lucky Block kommt bestimmt noch was Besseres. Einfach eine Evil Potion mit extrem schlechten Effekten, womit wir einfach jeden Gegner wahrscheinlich ziemlich schnell töten können. Was bekommen wir hier draus? Okay. Also hier haben wir einfach eine Pyramide mit 4 weiteren Lucky Blocks. Und ich bin wirklich gespannt, was wir daraus bekommen. Einfach einen riesigen Slime, aber der ist direkt in der Wand erstickt. Und damit war es eigentlich jetzt nicht schlecht, aber auch nicht besonders gut. Was kriegen wir hier raus? Ein Riesenzombie. Okay, also der kann uns, glaube ich, sowieso nicht angreifen. Also groß stören tut er uns eh nicht. Was kriegen wir hier raus? Wölfe. Oha, wie nice. Wir haben einfach eine kleine Wolfsarmee. Das ist ja ultra cool. Okay, nächster Lucky Block. Let's go. Oh mein Gott, nein, wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Da kommen wir nicht raus. Da kommen wir nicht raus.
Doch, oh mein Gott. Oh mein Gott, Freunde, das war wirklich knapp gerade. Zum Glück sind wir da rausgekommen, sonst hätten wir wirklich ein Riesenproblem. Kommt, Wölfe, wir gehen weiter zu den nächsten Lucky Blocks. Freunde, dort vorne ist einfach eine riesige Höhle. Und das bedeutet, hier sollten eigentlich auch extrem viele Lucky Blocks sein. Okay, noch was Gutes, noch was Gutes. Okay, ganz viele Feuerwerke. Dazu einfach ein Lackschwert, hab das noch nie gehört. Und zwei Lucky Potions. Eine, die uns 100 Glück gibt und die andere, die uns minus 100 Glück gibt. Und was passiert, wenn ich die jetzt einfach... Oh, man wirft sie, man trinkt sie nicht. Und dann funktionieren die scheinbar so ähnlich wie Lucky Blocks. Aber so richtig Praktisches habe ich jetzt da nicht rausbekommen. Hallo, was ist das hier? Einfach irgendwelche Partikel? Wow, also das ist wirklich extrem glücklich. Nächste Lucky Flasche, ganz viele Herzen. Jetzt mal ehrlich, was soll ich damit? Und mal wieder extrem viele XP, die mir einfach auch nichts bringen. Okay, also ein verrottetes Fleisch, das bringt uns jetzt nicht so viel. Dazu ein paar Bücher und Bücherregale, was soll ich damit? Und hier einfach ganz viel Terrakotta und da oben ein Diablock. Also das ist doch wirklich extrem nice, den stecke ich natürlich gerne ein. Und dann crafte ich mir daraus doch erstmal eine Chestplate. Weil die kann man wirklich immer gebrauchen, vor allem wenn man so viel Unglück in den Lucky Blocks hat. Noch ein Lucky Block, bitte was Gutes, wieder Bücher, brauche ich nicht. Oh mein Gott, wir haben ein Problem, wir haben ein Problem, wir haben ein Problem, wir haben ein Problem, wir haben ein Riesenproblem. Wir haben ein Riesenproblem. Wölfe, bitte beschütze, ich werde das nicht überleben. Ich werde das nicht überleben, ich bin tot. Ich bin einfach tot. Oh mein Gott, was war das denn? Wie viel Unglück kann man haben? Naja, dann gehen wir in Versuch Nummer 3 rein. Aller guten Dinge sind drei, Freunde. Ihr kennt das Sprichwort. Und genau deswegen wird das jetzt der Versuch, in dem ich es schaffe, Minecraft durchzuspielen. Boah, Freunde, guckt euch diese Lush Cave an. Wie wunderschön ist das? Der erste Lucky Block im dritten Versuch. Und wir bekommen einen Pufferfisch. Was soll ich bitte damit? Der nächste Lucky Block. Wir spawnen eine Kiste. Und was ist dort drin? Okay, eine Buried Treasure Map. Die kann man mitnehmen. Der dritte Lucky Block im dritten Try und wir bekommen einfach ganz viele Blöcke. Na gut, die brauche ich eigentlich auch nicht. Oh mein Gott, ein Skelett, Hilfe! Oh mein Gott, das war wirklich ein bisschen knapp. Noch ein Skelett. Oh nee, das überlebe ich doch nicht. Oh mein Gott, ich combo ihn. Boah, Freunde, das war wirklich so stark, da könnt ihr gar nichts sagen. Und zur Belohnung hole ich mir jetzt was Krasses aus diesem Lucky Block raus. Bücher, Bücher, überall Bücher, Bücher. Naja, habe ich mir irgendwie was Besseres vorgestellt. Eine Hexe, eine Hexe. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist echt schlecht. Das ist echt schlecht. Das ist wirklich gar nicht gut. Ich muss weiter in die Lush Cave rein, das ist gar nicht gut. Bitte gib mir was Gutes zum Verteidigen. Bitte irgendwas Gutes, ich habe mich ein bisschen erschrocken. Aber das ist wirklich gut. Boah, richtig viele Dias, Emeralds und so. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir hier in der Höhle nicht irgendwie sterben. Bitte Glowberries, ich brauche irgendwas zu essen. Okay, also für den Anfang reicht das erstmal mit dem Essen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal wieder zurück an die Oberfläche. Und dort craften wir uns dann aus unseren neuen Sachen erstmal ein bisschen Rüstung, die wir brauchen. Und holen uns auf jeden Fall Essen, weil ohne Essen wird es wirklich extrem schwer. Ich denke, so sind wir jetzt erstmal gut genug ausgerüstet, um es mit den nächsten Lucky Blocks aufzunehmen. Neue Lucky Blocks, let's go. Okay, ein paar Hasen, die sind einfach... Oh mein... Wer ist er? Wer ist er? Scheiße. Scheiße. Also, sorry für die Wortwahl, aber wir haben ein Problem. Wer ist der Kollege denn? Das ist einfach Bob. Ein Zombie, der einfach full Dia ist. Hier oben kann er mich ja zum Glück nicht treffen, also zumindest hoffe ich das. Und das bedeutet, wir können ihn einfach ganz entspannt töten, beziehungsweise die Wölfe übernehmen das wieder für mich. Und ich hoffe doch, dass er ein bisschen was von seiner Ausrüstung droppt, das wäre wirklich gut. Währenddessen warte ich hier oben einfach auf meinem Turm. Okay, Freunde, er ist wirklich tot. Und er hat seinen absoluten OP-Helm gedroppt, das ist doch ultra nice. Okay, der nächste Lucky Block, bitte was Gutes, was bedeutet das? Okay, ein Eisenblock. Sehr nice. Das bedeutet, wir können jetzt rein theoretisch endlich ins Nether gehen. Und ich würde sagen, sobald ich irgendwie einen Lavasee finde, mache ich das doch direkt mal. Okay, eine Dia-Pferderüstung, das ist ziemlich cool. Und ganz viele Diamanten. Yo, wie nice. Also aus dem einen Lucky Block sind einfach ganz viele Diamanten gedroppt. Einfach 20 Stück, wie cool ist das denn? Und das bedeutet, wir können uns jetzt auch noch die restlichen Tools einfach in Diamant machen. Also noch eine Dia-Spitzhacke,
eine Dia-Axt, eine Dia-Schaufel und sogar eine Dia-Hoe. Und mit dem Equipment bin ich soweit wirklich sehr, sehr zufrieden. Und dann können wir uns eigentlich schon auf den Weg in den Nether machen. Aber davor bauen wir natürlich direkt mal noch ein Lucky Block ab. Oh, das ist saugut. Freunde, das ist wirklich stark. Enderaugen, Blaze Rods und Enderperlen. Okay, es ist nur eine Enderperle, es ist nur eine Blaze Rod. Dafür aber noch 3 Blaze Powder, was sehr gut ist. Und direkt 2 Enderaugen. Also das ist wirklich nice. Vielleicht müssen wir dann in dieser Folge eigentlich gar nicht in den Nether gehen. Okay, Freunde, ich gebe euch jetzt einen Call. Im 5. Lucky Block, den wir gleich öffnen werden, dort drin bekommen wir auf jeden Fall Enderaugen, versprochen. Vertraut mir, Freunde, ich bin der beste Wahrsager, den ihr je gesehen habt. Also, Lucky Block Nummer 1 und eine Kiste, das ist gar nicht so schlecht. Und dort drin ist wieder nur das Start-Equipment. Der 2. Lucky Block, wenn ich abbauen kann. Und dort drin ist mal wieder ein Killer-Kaninchen. Aber das wurde auch von unseren Tieren eiskalt auseinandergenommen. Der 3. Lucky Block, ganz viel TNT brauche ich aber ehrlich gesagt nicht. Der 4. Lucky Block. Und mal wieder Lucky Potions, die sind aber auch nicht so gut. Und jetzt, Freunde, wie angekündigt, in diesem Lucky Block sind extrem viele Enderaugen. Let's go, ich gönn sie mir. Oder einfach ein Ghast, Hilfe. Aber wir haben dadurch einfach das Advancement Uneasy Alliance bekommen. Also wirklich, warum stellt sich Basti da einfach so an? Aber leider keine Enderaugen, ich bin wohl doch kein guter Wahrsager. Was ist hier in dem Lucky Block drin? Ja, oh mein Gott, ich hab's gecallt, Freunde, ich hab's gecallt. Also nur so ungefähr 15 Lucky Blocks zu spät oder so. Aber wir haben jetzt schon 7 Enderaugen und 11 Enderperlen. Und wisst ihr was, Freunde? Jetzt, wo ich weiß, dass man dort auch wirklich solchen Loot bekommen kann, werde ich in dieser Challenge nicht in den Nether gehen, sondern nur durch Lucky Blocks alles farmen. Und ich hoffe, dass ich das nicht bereuen werde und es nicht extrem lange dauert. Bitte was Gutes. Schallplatten. Niemand benutzt Schallplatten, Minecraft. Warum bekomme ich dann welche? Ich brauche die nicht. Bitte, 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 bitte was Gutes. Bitte, bitte, bitte. Oh mein Gott, es hat geholfen. Endlich, wir haben's. Wir haben's endlich bekommen, Freunde. Ich habe immer dran geglaubt. Und jetzt haben wir wirklich genug Enderperlen, genug Blaze Rods und auch genug Enderaugen, um endlich den Stronghold zu suchen. Also lege ich mich erstmal ins Bett und morgen geht's dann los ins End. Also Freunde, wir werfen das erste Auge und starten auf die Suche nach dem Stronghold. Let's go, das Auge fliegt zur Seite. Was ist da denn los? Let's go. Oh, das Auge fliegt zurück. Sehr nice. Also hier in der Nähe muss... Aua. Muss irgendwo der Stronghold sein. Und wenn ich es jetzt hier... Hallo? Wo ist das Auge hin? Oh, es ist auf den Boden geflogen. Das bedeutet ja, dass wir hier eigentlich richtig sein sollten, oder? Das bedeutet, ich mache mal wieder die Untertitel an, obwohl ich keinen Plan habe, was mir das bringt. Und dann grabe ich mich hier ganz entspannt nach unten und finde hoffentlich den Stronghold. Oh, oh, oh mein Gott. Nein, nein, oh mein Gott, nein, das ist nicht gerade passiert, das ist nicht gerade passiert, nein, wie unwahrscheinlich ist das, das kann, oh mein Gott, nein. Also Freunde, nur dass ihr das gerade nochmal versteht, ich habe mich gerade straight nach unten gebaut, auf einmal kam ein Erz, was ja jetzt durch die Challenge aber ein Lucky Block ist, und dann habe ich den einfach aus Versehen abgebaut, und natürlich bekommen wir direkt das Schlechteste, was wir hätten bekommen können. Und neben uns geht einfach TNT in die Luft. Also wirklich, das ist der dümmste Tod, den ich jemals in einer Challenge gehabt habe. Ich habe es am Ende durch diesen einen Lucky Block also leider wirklich nicht geschafft, den Enderdrachen zu besiegen. Wenn euch das Video trotzdem unterhalten hat, würde ich mich wirklich extrem über ein Like und ein Abo freuen. Und kommentiert auch gerne mal, ob ihr noch weitere Lucky Blocks Videos sehen wollt. Ich bin Gustav und ich wünsche euch noch einen guten Morgen, Mittag oder Abend.